soll das? Seid ihr von Sinn? Was macht ihr? Was? Zwei Ritter schaffen es nicht, den Sohn eines Schandwirts zu töten? Mühldorfer. Ihr auch. Warum? Ich weiß nicht. Ich folge nur einem Befehl, Hauptmann. Halt. Um euch tut's mir leid, Sergeant. Wo ist sein Leichnam? Die Hussiten sind grausam im Felde. Du hättest ihn so nicht sehen wollen. Wie gesagt, Gott schütze euch. Sag mir, wie wäre Michel im Kampf gestorben? Sie hätten ihn in Stücke hacken müssen, um ihn tot zu kriegen. Und selbst dann hätte ein Dutzend von ihnen in die Hölle geschickt. Und warum ist denn kein Tropfen Blut auf seinem Schwert? Du sollst nicht gehen. Nimm mich mit. Diesmal nicht, Rudi. Es sind unruhige Zeiten. Pass auf sie auf. Mit meinem Leben. Falls ich nicht... Du wirst. Bis dahin lehre ich Rudi das Wissen darüber, welche tapfere Mutter sie hat. Ich sehe selbst, was ist.
Ich bedauere den Tod eures Mannes. Ihr habt euren Gatten verloren und ich einen guten Soldaten. Er ist für seinen König im Felde gefallen. Was ist euer Anliegen? Michel ist nicht tot. Und ich verlange von euch, dass ihr herausfindet, was mit ihm geschehen ist. Und ich verlange von euch, dass ihr all eure Kraft aufwendet, ihn zu mir zurückzubringen. Verlangen ist kein angemessenes Wort für einen König. Euch würde ein wenig Demut gut zu Gesichte stehen, Kastellanin. Die Demut der Weiber, die mit euch das Bett teilten? Meint ihr diese Demut? Das soll wohl ein Scherz gewesen sein. Vielleicht findet ihr ein wirkliches Argument, das den Humor des Königs etwas weniger auf die Probe stellt. Mein Freund hätte nie einen Kampf aufgegeben, ohne dass sein Schwert blutüberströmt gewesen wäre. Es ist kein Tropfen seines Blutes am Knauf. Ich bin keine Witwe, noch lange nicht. Kastellanin, ich bedauere euren Verlust. Aber ihr habt Glück in Unglück. Es gibt bereits einen hohen Herrn, der sich ab jetzt um euch kümmern wird und euch einen neuen Gatten sucht. Wie bitte? Das ist nicht euer Ernst? Da ich nicht lache, solltet ihr besser glauben, dass es mein Ernst ist. Der Mönchsritter Janus Supertur, Großinquisitor des Papstes, wird sich von jetzt an um euch und euer Schicksal kümmern. Es scheint, als habe die Kirche noch Großes mit euch vor. Falls es stimmt, dass ihr Witwe seid. Ich will von eurer Majestät mein Recht auf meine Witwenzeit. In dieser Zeit muss ich keinem anderen beiwohnen. Und in dieser Zeit werde ich Michel suchen und finden. Wo? Im Osten? Im Land der Hussiten? In der Hölle, wenn es sein muss. Zehn Tage. Kein Tag mehr. Zehn Tage. Zehn Tage. Sie hat alles verloren. Ihren Mann. Ihren Besitz. Und ihre Heimat. Aber nicht ihren trotzigen Willen. Ihren freien Willen. Ich glaube, dass sie noch zu einer wichtigen Person für euch werden könnte. Warum? Weil sie es wagt, meine Autorität öffentlich in Frage zu stellen? Nein. Weil sie das Zentrum im Wahn des Janus Supertur ist. Ich glaube, wir kennen jetzt die Achillesferse des Großinquisitors. Zwei Männer bleiben in der Burg, falls die Kastellanin zurückkommt. Bald ist Frühjahr. Dann werden die Fohlen wieder geboren. Du bist dabei, ich verspreche dir. Noch mehr hier. Sie sind alle weg. Was wollten Sie? Marie. Ein schwarzer Mönch war an ihrer Spitze. Er hat Nachricht aussenden lassen, dass er für ihren Fang eine hohe Belohnung setzt. Wo ist Rudi? In Sicherheit. Thank you.
deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Ich will sie lebend. Such deine Furcht und schneide dir den Weg ab. Durchsucht jeden Bauernhof. Jeder Köhlerhütte. Und wenn der Bauer ein Pferd hat, tötet es. Wenn er beim Köhler ein Maultier findet, tötet es. Tötet alles, was in der Lage ist, einen Menschen zu tragen.